Endlich Ferien! Umso größer der Bewegungsdrang der Kinder. Daher gibt es derzeit burgenlandweit sogenannte Kinderferiencamps. In Trassburg etwa und anderswo hat für diese Aktion die ASKÖ, die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur, die Initiative ergriffen. Und die Bürgermeister machen hier nahezu mit Begeisterung mit. Ja, ich persönlich finde das Sommercamp sehr gut. Wir haben zum einen eine sehr gute Infrastruktur hier, die auch genützt werden soll. Zum anderen freut es mich, dass wir ja einen Landesligaverein haben und hier vielleicht die nächsten Nachwuchstalente heranwachsen. Das Burgenland ist nicht nur in der täglichen Turnstunde Vorreiter, sondern offenbar auch in dieser Einrichtung. Thomas Mandl, Ex-Teamtorhüter und Bewegungscoach der ASKÖ, leitet hier dieses Camp in Trassburg. Gut, die Camps sind entstanden. Das ist eine Kooperation zwischen Trassburg Baumgartengemeinde und den ASKÖ. Ja, wir haben natürlich überlegt, was wir machen könnten. Und natürlich gibt es viele Kinder, die was gern Fußball spielen würden, also von den Jungs her, und die Mädchen natürlich was anderes. Und jetzt haben wir sich entschlossen, dass wir beides machen. Wir machen ein Fußballcamp für die Jungs und auch für Mädchen, die was das wollen. Und der zweite Teil ist, wir machen sehr viele Ballspiele mit ihnen, Laufspiele für die Mädchen. Wir werden auch wandern gehen, wir gehen auch schwimmen. Also wir versuchen, dass das Camp da richtig viel Spaß macht und dass das nicht nur dieses Jahr stattfindet, sondern auch im nächsten Jahr. Für die Mädels und Buben in Trassburg war der vergangene Dienstag ein besonderer Tag. Sportminister Magister Hans-Peter Doskozil persönlich kam auf Visite. Ja, wir haben voriges Jahr die tägliche Turnstunde eingeführt. In Burgenland ist sie toll angenommen worden von 80% der Schulen. Und dass das jetzt eine Folgewirkung daraus ist, dass jetzt natürlich auch über den Sommer hier solche Camps angeboten werden für die Kinder, zumindest über 4 Wochen. Ich glaube, das zeigt, dass hier Entwicklungspotenzial besteht, dass man sich natürlich mit vielen Ideen weiterentwickeln kann. Und das ist für die Kinder einerseits, aber auch für die Eltern ein ausgezeichnetes Angebot. Wie sagt man, Tobias, wie sagt man? Dankeschön. Super, gratuliere. Schau, von mir kriegst du eine Trinkflasche. Du bist der. Hey, schau, was du für super Dresser hast. Boah. Ja, und es ist sicher nicht alltäglich, dass die Knirpse vom Sportminister höchstpersönlich für ihre Leistungen ausgezeichnet werden. Und nicht nur die Kinder haben Freude daran, sondern auch alle Beteiligten und Verantwortlichen. Und nach all den Mühen kann man sich schon mal ausrasten. Na dann, viel Spaß und so manches Talent könnte bereits in diesem Sommer für den ASV Trassburg entdeckt werden. Die Kinder bedankten sich und wünschten dem Minister für seinen Besuch viel Freude und ein Dankeschön. Super, super, super.